Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hof Bergmann, um genau zu sein, zur 127. Am wow, du endlich mal was geschissen. Am 28. Dezember. So, vor mir zuckert nicht mehr der Florian, sondern der Daniel, weil der Florian, der hat Zwangsurlaub. Der hat Corona, den haben wir nach Hause geschickt. Nein, nochmal dazu zu sagen, nein, wir machen keine Witze über Corona, der Florian ist heute nicht da, weil er heute keine Zeit hat. Ich will nichts sagen, aber der hat irgendwie die Schlitze zerstört. Das war jetzt aber nicht lustig, aber funny. Ich finde den aber, ich habe gerade echt ein Problem damit, dass ich den Bührer erstaunlich schön finde, ne? Schau dir den Innenraum an, dann hat sich das wieder erledigt. Er ist doch wunderschön. Du sagst es doch, das ist ein Mod aus dem Mod-Hub, oder? Ja. Aber das Riffelblech unten auf dem Boden ist schön. Total. Daniel, hast du das Bremspedal noch halb gedrückt oder? Guckt ihr da mit 25 km/h vor mir her? Ich glaube, der findet das Gas nicht. Ja, ich glaube eher der. Das andere Pedal, Daniel, das andere! Das andere links. Ja, das andere links. Glück gehabt. Ich hab gehört, hast man du sollte. Jetzt nicht, schon wieder Glück gehabt! Man sollte vielleicht nicht mit einem vollen Ballenwagen mit 80 in die Kurve fahren gefühlt. Wie immer. Das Ding ist. Bis jetzt, als ich gerade so schnell in die Kurve gefahren bin, muss ich so stark bremsen, dass Daniel immer noch vor mir ist. Es hat sich nichts geändert. Das ist echt traurig. Jetzt zieh ich vorbei, jetzt auf der Hauptstraße. Jetzt geht er schnell genug und jetzt. Jetzt zieh ich vorbei, da ist er vorbei. Das ist der Sieg. Er wollte auch versucht einzuholen, aber es hilft dem Bührer wohl nichts. Ja, Lucky, ich fände ich würde. Nur das Interesse halber, wenn du willst, würde ich mit dir tauschen, dann kannst du den Fan. Obwohl, nee, ich habe mit dem Walter habe ich was anderes vor. Ich will dir Community mal den Walter zeigen. Der Walter steht so oder so oben, aber nee, der bleibt da oben auch. Vergiss es, der bleibt da oben. Ist dann alles so, wie es ist. Also, ich sollte. Da wird doch nichts dran gerüttelt und geschüttelt. Kannst du also, ich kann den Walter ganz normal hernehmen. Nein, mein Waltri, der bleibt da. Ich bringe nur da, aber der ist nur Jungfrau. Ist er nicht. Doch, der wurde im September geboren. Der hat bestimmt von der Betriebsstunde drauf. Luki, ich glaube eher, dass wenn er Jungfrau ist, am 31. Oktober, jetzt 0. Oktober, hat der Oktober 31 Tage? Ja, hat er. Ich glaube, der ist am 31. Oktober geboren und ist deswegen den ganzen November her nicht hergenommen worden. Oder nicht angenommen. Jetzt steht da auch schon. Alter, überall, wo ich fahre, steht so ein blöder Blitz herum. Das ist unglaublich. Aber wo soll ich denn sammeln gehen? Gegenüber vom Hof war Friedrich unterwegs. Ist schon mal da. Ja, da und auf der 22. Siehst du jetzt in 22? Ist doch irgendwo da unten in der Walachei, oder? Die 22 ist da, wo du losgefahren bist. Ja, ich fahre da mal erstmal zu 22. Wieder ins Kompostsilo? Korrekt. Boah, wer hätte damit rechnen können, ne? Ja. Alter, glatte 3 minus plus. Ich will nichts sagen, aber ich habe gerade den dümmsten Fehler aller Zeiten gemacht. Ey. Also, jetzt kann man hier mal so ganz entspannt die Frage stellen: Wie war denn bei euch Weihnachten? Ihr habt es gefeiert? Im kleinen Kreis, im eher großen Kreis, ich sag mal so wenig großen Kreis kann man jetzt nicht sagen, durch unser Lieblingsthema, was momentan alle beschäftigt, kommt leider keiner drumherum. Ah. Worüber ich rede, ach, das weiß keiner. Das ist geheim, das hat auch noch keiner mitbekommen. Auf jeden Fall würde uns mal echt interessieren, was habt ihr so zu Weihnachten bekommen? Feiert ihr überhaupt Weihnachten? Es gibt ja auch Nationalitäten und so, die kein Weihnachten feiern. Feiert ihr Weihnachten? Was habt ihr denn vielleicht so an Weihnachten gegessen und so? Da können wir das bestimmt, weil ich habe da zufälligerweise gehört. So also von dem Vögelchen. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann jetzt sagen, was ich an Weihnachten gegessen habe. Ja, warte. Ich habe gehört, so am 2. Januar sollte man sich vielleicht was in den Kalender eintragen. So um 12 Uhr mittags. Solltet ihr euch vielleicht in den Kalender eintragen? Da ist vielleicht was Spannendes. Und dann gehen wir auch gerne auf die Fragen drauf ein. Ich will nichts sagen, aber ich habe vorhin zu Daniel gesagt, so, jetzt kann ich schön am Ende der Aufnahmesession was ankündigen. Und der bringt's am Anfang der Aufnahmesession. Warum? Ist doch schön. Ja, nee, ist alles gut. Ich würde sagen, das haben wir jede Folge. Jede Folge haben wir jetzt reingehauen.
Wollte gerade sagen, schön am 2. Januar habe ich gehört. Also wie gesagt, es ist auch nichts Großes. Aber am 2. Januar sollte man sich vielleicht um 12 Uhr was in den Kalender einsetzen. Habe ich gehört, ist vielleicht ganz gut. Und ein bisschen Mahlzeit mitbringen. Wollte gerade sagen, am 2. Januar, so um 12 Uhr, solltet ihr euch vielleicht was in den Kalender eintragen und vielleicht den Tag so circa frei nehmen. Weil ich habe gehört, da könnte vielleicht was sein. Da könnte mal richtig was geschafft werden. Warte, Daniel. Ja, moin, ich wurde geblitzt. Gib mal, Daniel, einen kleinen Tipp. Einen kleinen Tipp? Mhm. Man braucht Internet dazu. Oh. Luke, ich habe auch einen Tipp. Nein, nächste Folge darfst du mir einen Tipp geben. Okay, nächste Folge bin ich damit zu schreiben. Schreib's dir auf, dass du es nicht vergisst. Ich weiß den Tipp. Warte, ich schreib's mir auf. Wir vergessen das doch schon wieder bei der zweiten Folge an. Ich hab's mir fett gerade auf den Zettel geschrieben und der Zettel durchklickt ist mein halben Bildschirm, also. Und gerade sagen, so gefühlt vors Tacho geklebt. Ja, warum denkst du, bin ich denn gerade zu schnell gefahren? Hm? Das ist schon, weißt du, das macht mich schon wieder. Doch, ist keiner, noch haben wir keine Rechnung bekommen. Also ist noch alles im grünen Bereich. Ich will nicht sagen, die Rechnung kam schon. Oh oh. Von 23 Euro. Wegen 3 km/h, das ist voll unrealistisch. Ich hab gehört, es sind 10% Toleranz. Bei 50 km/h sind es 55 Toleranz. Da kann ich, wenn ich 53 fahre, kann ich nicht geblitzt werden. Doch, die Blitzer bei der Hochwärme sind falsch eingestellt. Ja, das ist auch so, dass außerorts, wo man 100 fahren darf, bei 80 geblitzt wird somit. Daniel? Ja, der GPS ist wahrscheinlich. Ich wollte eher gerade fragen, bist du schon voll? Jetzt ist GPS wieder schuld, ne? Ich wollte gerade fragen, bist du schon wieder voll? Muss ich so schnell fahren jetzt? Ich hänge aber die Gaspedal durch den Boden durch. Ich habe automatisch. Warte, Noel. Noel, ich habe hier was für dich. Warte. Mach doch einfach das Gaspedal fest. Jetzt könnte ich was sagen, aber ich glaube, ich lasse es besser mal. Der Thermomix? Er sagt selber. Nein, diesmal kein Thermomix, um zu rasieren. Sondern zum Flexen, oder was? Weil, Luki, es gibt ein Reinigungsmittel, das heißt Alleskönner. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch so eine Art Support-Channel oder so. Auf jeden Fall habe ich da reingeschrieben. Produkt heißt ja Alleskönner. Irgendwie hatte ich aber ein Problem beim Schweißen. Können Sie es zurücknehmen? Ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, dass Sie es zurückgenommen haben. Was? Ja. Oh, und ich dachte, solche dünnen Sachen kommen, gibt es nur in Amerika, aber nee. Geht in Deutschland auch. Ja, moin. Ja, mein Zeug ist auch schon, weil... die Produkte müssen, das können was draufstehen. Da steht dort ein Reinigungsmittel, alles können oder so, glaube ich. Ah, 100% aber. Luki, wenn du 2 Sekunden wartest, können wir gemeinsam fahren. Weil ich nehme gerade die zwei, ja, ihr wartet nicht. Nehme ich die zwei Anhänger, die auf dem Feld stehen, mit. Ja, um mich warte auch, ne? Ja, okay. Ich bin fast da, ich spritze schon hinter dir über die Straße rüber. Kein Stress, derzeit habe ich noch was zu tun. Cool. Boah, die Bremse von dem Fendt, ich glaube, ich muss mal wieder in die Werkstatt, ey. Die Bremse geht nicht mehr so stark. Gott. Die Bremse muss mal wieder eingestellt werden. Luftdruck. Der Luftdruck. Bremse. Blas mal härter rein. Nee, sorry, das ist... Nee. Bremse. Aber richtiger Riese. Ich will nichts machen, sag. Aber selbst bei dem Bulldog sieht der Alpin-Ladewagen groß aus. Kannst du fahren. Soll ich vor oder fährst du vor? Ich würde sagen, das war gerade eine klare Antwort, oder? Ich finde die Kurve hier ist ja echt super geil, vor allem wenn man hier wahrscheinlich Vollgas drauf fährt und dann diese Kurve hier fährt. Da kannst du es mal mit dem BMW mit Vollgas probieren. Von, also ich sag mal so, BMW Vollgas funktioniert, du darfst aber nicht lenken. Wollte gerade sagen, einfach zuschauen und lernen. Ui, da ist ein Stoppschild. Ah ja, und da bleibt auch noch fast stehen. Hä, da ist ein Stoppschild stehen bleibt, was uns verschämt hat, ne? Ja, also, vor allem, dass der dahinter das Stoppschild dann auch noch sieht und so, und dann auch noch stehen bleibt.
muss sagen, ich bin schon im Fahren, muss ich sagen, bin ich schon ein Profi geworden. Das stimmt. Haha, diesmal will ich nicht so schnell finden. Im Tastaturfahren können mir nicht viele Leute was vormachen. Ich will nichts sagen, gell, aber man merkt, dass du eindeutig nicht mehr Leistung hast als ich. Warum? Alter, hast du gerade gesehen, wie du mich abgehängt hast? Wo bist denn du wohl? 100 Meter hinter dir gefühlt. Na, nicht nur gefühlt. Obwohl. Es sind glaube ich nur 75. Bremsen geht nicht! Hui! War frei! Ich war so nah dran, es war Kolonnenfahrt, ich durfte fahren. Alter, schau! Alter, ich fahr mit Vollgas hinter dir weiter. Nein, du ziehst mich trotzdem ab, wenn du aufs Gas drückst. Das ist doch wieder. Also ist sogar schon Stroh drin. Ja, eine Fuhre habe ich ja schon reingefahren. Das war in der Ruckelaufnahme. Alter, das war gerade so typisch. Die Einfahrt ist so groß und ich fahre da gegen das Tor. Joel kommt selbst bei großen Einfahrten nicht klar. Dieses Niveau schon wieder, ich find's so gut, ne? War das schon mal besser? Nein, Daniel! Ich will nichts sagen. Luki, also es ist schon wieder ganz schnell, habe ich gerade gehört auf meinem Handy, hab gerade na, ich bekomme neues Teammitglied gesucht, ganz wichtig für Hochwertmannaufnahmen. Warum das jetzt? Das geht ganz schnell hier. Bei Luki darf man sich nicht verscherzen hier. Daniel, ich habe 2 Anhänger für dich. Perfekt. Ich bin bei 50%. Dann mach mal dein Röhrchen raus. Daniel, was ist die Regel Nummer 1? Daniel, was sollte man bei mir tun, damit man bei mir im Team bleiben kann? Im Team habe ich gedacht, mit im. Ich sag's nur, sonst. Den Bikini-Bereich freilegen. Zweideutig. Hat er jetzt nicht gesorgt, oder? Ich will nicht sagen, aber Daniel, deine Antwort war fast besser als meine. Was hättest du gesagt? Achso, ich hab gesagt, den Bikini-Bereich freilegen. Och, mein. Aber das Gute ist, also ich sag mal so, das finde ich ja schon eine blöde Charaktereigenschaft, damit ich nicht zweideutig denken kann. Ja, dann hat man wesentlich weniger zu lachen. Sagte er und steht auf kleine Möpse. Ich rede jetzt von unten. Ich so, Noel hat schon wieder nicht bestanden, haha. Mit 3 km/h zu schnell! Ja, Mensch, Harold! Ich habe bisher noch nicht mal Blitzer gesehen und ihr werdet ständig geblitzt. Ja, ich sag, aber wenn man mit 25 km/h Drescher fährt, kann man nicht geblitzt werden. Vor allem, wenn man den Schneider oben hat. Ja. Ja, moin. Da kann man auch nicht zu schnell dreschen, weil man drischt ja nicht, also. Zum Glück ist die Frustration aus. Ist sie noch aus, dann muss ich sie gleich mal anmachen. Ja, mach mal wieder an. Das ist langweilig sonst. Ich mach sie jetzt an und dann Lucky so, verdammt, wieder durchs Feld durchgefahren. Wo ist denn das da? Frustzerstörung an. Wir gehen zum Lachen in den Keller. Ah ja. Okay, es hat uns eh keiner neu. Das war eine gute Antwort, Daniel. Das war eine gute Antwort. So, schnappen wir uns einmal das. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, trotzdem, wir haben alle schon gut, aber die FPS leistungsstärkste Karte ist das nicht. Wie viel PS habt ihr jetzt genau? Wie viel? Ja, 30. Wie viel FPS habt ihr? 30. 31. Ihr habt beide 30? Ja. 33, 34. Ich hab 40. Bei mir stabil 31. Ich hab 40. Ich sag mal so, es kommt halt immer drauf an, wo man ist, weißt du, wenn man nah am Hof ist, ist es natürlich nochmal geringer. Ja, aber ich guck natürlich auch Richtung Hof, ne? Also muss man bedenken. Ja, aber trotzdem, wenn du auf dem Hof bist, ist es nochmal anders, als wenn du in die Richtung guckst. Also ich glaube, wenn ich bei der Pulverstation bin, dann habe ich auch ein bisschen mehr. Warte, setz dich jetzt mal bitte. Warte, ich habe jetzt, wenn ich in dem Glas geradeaus sitze, habe ich 30. Okay, ja moin. Warte, ich steig immer genau in den Glas. Glas geradeaus. Geradeaus schauen. Habe ich jetzt als 40 FPS. Check mal aus. Außen oder Innenperspektive? Außen. Ach so. Hä? Geh mal in die Innenperspektive.
Ja, 35 und 40, passt doch. Jawohl. Wenn ich in der Draufsicht bin, dann habe ich 45. Ja, ich glaube, dass die Imperspektive durch das Lenkern und so ein bisschen FPS frisst. Ja. Welche Grafikeinstellung habt ihr nochmal? Ich habe Standard und habe Spiegel und realistische und Umleuchtung so aktiviert, sonst ist das Ganze mal Standard, wie es mir empfohlen wurde. Ich glaube irgendwie sowas wie, ich glaube Medium dann extra wahrscheinlich irgendwie sowas, ne? Ja, Medium Custom oder wie das heißt. Okay. Dann sage ich, ich bin ja. Das, die Sache ist halt in dem Sinne, dass ich halt ein Mensch bin, der irgendwie immer auf voll geht. Ich habe ja komplett gebeamt. Ja, ich sag mal so, ich glaube auf der Hofbergmann gibt's einen Ort, wo du 60 FPS hast, und zwar wenn du am Rand der Karte stehst und nach außen schaust, dann hast du vielleicht 60. Aber das ist was ich meine. Wir haben alles schon gut, aber man hat keine schlechte FPS. Das ist alles spielbar, keine Frage, aber so wirklich voll geht da aber leider auch nicht, ne? Ich will nichts sagen, weißt du, aber durch das, dass man sich anders gewöhnt hat auf der Hofbergmann, ist es voll in Ordnung. Ja, das sag ich auch nicht, aber ich sag trotzdem, dass man das. Ja, es gibt bessere Karten, was FPS angeht, das stimmt schon, aber. Ja, natürlich ist das letztendlich scheißegal, was die FPS-Anzahl da oben sagt, wenn es flüssig läuft, aber. Und es könnte auch 2 FPS stehen, so ungefähr, was ich meine. Aber meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut unbedingt dann auch wieder vorbei. Bis dahin, Servus. Tschüss.